Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Record Shop, Baby. So, wir haben hier ein bisschen aufgebaut. So, und ich würde sagen, Alley Boy, The Weekday, hier Ramiros und JT. Haben wir da irgendwie noch mehr? Wir gucken mal ins Lager. JT, haben wir noch zwei. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Wir lassen hier hinten drin. Wie viel Kohle haben wir denn? 178. Sorry, fällt mir auch überhaupt nicht. Das ist ja voll kacke. So, was ist denn? Das kann man doch hier. Ich komme da nicht ran, ne? Das ist ärgerlich. An diese Scheißkiste. So, T-Shirts haben wir auch noch. Stimmt. Also, wir wollten jetzt anfangen, T-Shirts zu verkaufen. Wie spät ist denn der Dreck? Achso, ich kann aufmachen, ne? Nee. Okay. 208 Profit. The House Session, stimmt. Haben wir Dings? Wir haben gar nicht diese House Session, ne? Müssen wir kaufen. Hier. Ist gerade günstiger. Wieso geht das nicht? Ausverkauft? Oh Mann, ey. Not My Tempo. Haben wir da eigentlich was von? Not My Tempo? Ja, ist hier alles. Das ist hier alles. Aber wieso kann ich ein das Hausding nicht? Also ist das hier offen? Welcome to Prince Plaza. We are now open. We are now open. Ist ausverkauft, wa? Ein Taui, ja, 1500, ja. Wovon träume ich nass? Gefüllte Müllsäcke in den Müllcontainer werfen. Zwei brauche ich noch. Guten Tag, Ma'am. Herzlich willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber hier ist leider kein Sound, ne? Ich drehe mal ein bisschen hoch. Aber Sound ist hier in dem Spiel nicht viel. Tarschen, was hast du denn? Geil. Ja, okay. Wechseln, Fünfer. Wieder gesehen. So. Scheint alle Dudes zu sein? Mann, hör auf zu flennen, Keule. Mein Gott, sei doch nicht so traurig. Wird schon alt wieder. Tarschen, herzlich willkommen in My Record Shop. Wo sie Schallplatten wirklich aller Art finden. Ja, guck mal, die ist happy. Happy. Alley Boys. Ja, na klar, bei den Alley Boys, da wird jeder happy. Bunny zurück. Könnt ihr aufhören, da rumzumüllen? Hat da einer ein T-Shirt schon genommen? Sicher? Ach ja, ein T-Shirt war ja, ne? War ja gleich am Anfang bei der ersten. Mich auch verarschen, ne? Wie gebe ich denn das zurück? Hä? Ach so, okay. Und 77 Cent, ihr kranken Pisser. Oh, tschüss. Sehr gut. Mann, Alter, was flänst du denn? Ist doch nicht so schlimm. Wir kriegen nur deinen Scheiß wieder rein. Ah, ein T-Shirt. Hey, 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 nicht vordrängeln hier, ja? Du Jurkenhals. Drängelt hier vor und damit einer Platte. Mach die kleine Platte auf den Schädel, Junge. Und ciao. So, was ist denn jetzt hier? Mein Gott, ey. Ihr Müllbanausen. Ey, sag mal, ich hab das doch gerade aufgehoben. Ich bitte euch. Hm? Okay, die... Oh, ey. Ja, macht ja nichts. Ne? Ist ja nicht euer Land, ist ja nur meiner. Kriegt ihr das an? So. Ja, du, jetzt müsst ihr aber auch warten, ne? Das Teil jetzt erstmal weg.
Nee, einen Müllsack brauchen wir noch. Alter, sogar halt hinter der Kasse ist es ekelhaft. Er ist ja. Oh. Wir müssen auf jeden Fall nachkaufen dann, ne? Bonnie. Boah, Alter, die hat ja alles an Ellie. Ach nee, die hat auch Hip-Hop genommen. Junge. So, bitteschön. Ciao, ciao. Wow, also mit Schallplatten kann man Kohle machen. Also, Leute, macht einen Schallplattenladen auf. Das scheint Kohle zu bringen. Wieso auch immer. So, warte, ich muss noch mal ein paar T-Shirts nachlegen. So, wie sieht das hier aus? Zack, her damit. Wie viel sind da drin? Hallo? Ah. Ein paar sind da noch drin, ne? Ist ja ganz cool. Pack ich mal hier oben mit drin. Zwei noch. Zwei noch. Ah, will keiner mehr Platten? Na gut. Ellie Boys und The House. Jetzt sieht es wieder? Hatte ich zu wenig Geld oder was? Ich muss alle kaufen, ne? Boah, die sind günstig hier. Ich habe. Prince Plaza. Okay. So, warte mal. Die kann man ja so aufheben, ne? Ja. Dann brauche ich nicht da hinten hinrennen. So. Yo, yo, yo. Brauch ein paar da drin. So, schmeiß mal weg. Yes. Geil. So, dann haben wir nämlich hier von allem was da. Ich meine, unser Laden läuft hier nicht leer, verstanden? Aber die hat ja gar keiner da genommen, ne? Und, aber trotzdem, ich habe noch $355, ne? Also schlecht ist nicht. Ich könnte auf jeden Fall trotzdem nochmal Ellie Boys kaufen, ne? Scheiße. So, 2-2. Also haben wir noch 4 übrig. Das ist schon mal gut. Da müssten wir auch noch 4 haben, ne? Ne, 3. 3. Da haben wir so eine kleine Notreserve. Ramiros. Davon haben wir eine. Achso, ja, ich wollte hier The Week nochmal kaufen. Und Ellie Boys. Die sind gerade so günstig. Uänstig. Was ist denn das für ein Karton da hinten? Mann, das Ding da voll. Aber was ist das für ein Karton hier hinten? Hä? Wieso ist denn so weak da hinten? Okay, gut. Was habe ich jetzt? Echt nochmal The Week? Dann ballern wir das hier drin, ne? Kein Problem. 3 haben wir noch. Dann sieht das Ganze wenigstens ein bisschen voller aus. Sehr gut. So, 37. Das ist wenig, ne? So wenig Profit, ey. Mann, die beiden gehen mir so auf den Zeiger. Möbel. Kopfhörerständer, das wäre ganz geil. Lagerregal brauchen wir erstmal nicht. Plattenspielerständer. Ideal zur Präsentation ihrer stilvollen Plattenspieler. Bekleidung. 2000 Euro. Das ist ja hier wirklich ein Knall oder was?
T-Shirts haben wir auch noch, brauchen wir nicht. Oh, bisschen müde. Scheiß Arbeit. So, kommt rein, ja. Ey, ey. Kauf Platten, Junge. Du bist glücklich? Ja, schön. Wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Zack, zack. Wunderbar. Beehren Sie uns bald wieder. Jetzt kauft man ordentlich ein. Der ist auch glücklich. Wunderbar. Ey, wenn Leute glücklich sind, bin ich glücklich. Wirklich. Zack. Zack. Er hat die Hausplatte genommen. Sehr schön. Macht dann 41. 15. Oh, die nimmt ein T-Shirt. Dabei hat sie erstmal alles dreckig gemacht. Ich könnte so abkotzen. Aber die hat schön eingekauft, ne? Was kostet so ein T-Shirt? Hemd, $30? Wow. So, 55 Cent. $30 ist heftig, ne? Ja, okay, hast du nichts gefunden oder verpisst du dich jetzt einfach nur? Ich werde ja mal ein bisschen fehlen. Alter, wer hat denn hier hingekackt, ey? Ist ja übel. Alright, alright, alright. Zieh rüber hier die Platten. Und was haben wir da? 216. Passend gezahlt, sehr schön. Eine Platte, wunderbar. Sehr gut. Wir können noch ein T-Shirt hinhängen. Warum nicht? Zwei haben wir. Okay, müssen wir nächstes Mal gucken, was in dieser Dings ist. 2, 2. Sehr schön. Hat genau reingepasst. Mutz. So. Ich glaube, von denen wurden auch welche genommen, ne? Ja, genau eine. Wer ist denn da? Hier, ach, okay. Er scheint glücklich zu sein. Wunderbar, her mit dem Geld. Mann, hört doch mal auf, ey. Zum Kotzen, ey. Zahlt passend. Ja, so ist besser. Viel geiler. So, was hast du? Ein T-Shirt. Wunderbar, macht 30 Flocken. Schön. Komm an der Kasse, bezahl deinen Scheiß. Alter. Der hat aber auf die Kacke gehauen. So, 24. Und. Nee, nicht. Ich wollte nicht. Ach, egal, machen wir. Auf dem Niveau Ebene 10. Aha. Geil. Hallo, was ist denn jetzt los? Du kannst doch nicht so tun, als wenn du zur Kasse gehst und dann. Doch nicht. Haben wir noch was von dieser House-Music? JT haben wir noch zweimal. Ja, JT werden wir nochmal drin werfen. Einmal die Bäden hier. Ach du Scheiße, jetzt geht das wieder los. Mein Gott. Und wieso können die... Warum können die jetzt nicht ordentlich machen? Wie ist schon zu hier der Laden? Kommt keiner mehr? Mann. So, was kann ich denn jetzt hier noch? Ich hab das gekauft. Wofür ist das? Wofür ist denn der Dreck? Warte mal. Warte mal, Möbel. Lautsprecher. Oh, fuck, Eddie. 1500 für laut. Platzieren Sie Ihre gesamten Schwere aus. Mein Gott, ey, ist doch scheiße. Gut, 509. Obwohl ich was ausgegeben habe.
Wir müssen jetzt ein bisschen sparen, damit wir die Lautsprecher da. So, ich guck noch mal kurz nach die Schallplatten. Alley Boys. Das ist teuer, ey. Leg mir doch am Arsch, ey. Ich werde das erstmal ins Lager packen. Packen das mal. Zack. Zack. Und wir werden jetzt erstmal verkaufen. Erstmal verkaufen. Und dann können wir den Dreck hier nachräumen. Wirklich, wenn alles leer ist. Kommt hier. My Record Shop. So, ein bisschen sauber machen hier. Herzlich willkommen im My Record Shop. Bedienen Sie sich. Ein T-Shirt, ne? Haben wir noch eins? Ja, das war dann aber auch. Das war das Letzte. Das Letzte. Gut. Sehr schön. Ein paar Platten. $12.40 zurück. Mann, hört doch mal auf so zu müllen, ey. Ist doch nicht euer Laden. Bing, zwei Platten. Honi. So, $34.70 zurück. So, eine Platte. Okay, du hast die letzte Hausplatte, ne? Die letzte Hausplatte. Ja, Tatsache. Sie hat wirklich die letzte Hausplatte. Naja, was soll's. So ist es. Oh, zeig mal her. Witz. So. Und wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob wir, sollen wir jetzt wirklich sparen auf dieses Regal für die Lautsprecher? Weil wenn die nicht richtig was bringen, ne? Die Lautsprecher, hab ich die Arschkarte. Ich hoffe natürlich, die bringen richtig Schütte. Rick die Kohle. Oh, Alter, da hinten ist schon wieder alles dreckig. Oh, der hat aber eingekauft. Alter, willst du mich verarschen? Noch mehr? Nee. Nee, er hat's nur nochmal. Hä? Ja. Klar doch. Krankes Schwein. Die sollen passend zahlen. Drecksäcke. Ich muss da hinten jetzt mal kurz wischen. Hallo? So gut aus. 1008, Alter, hier, was soll denn das da? Okay. Der hat nochmal alle Platten weggekauft, hier die Sau, ne? Damit kein anderer mehr was kriegt. Oh, scheiße. Aber das schaffe ich nicht, war mit 1,5. Glauben jetzt. Oder? Wer weiß? Schallplatten sind ja gut was wert. Also lassen sich gut verkaufen. Oh, Alter, okay, doch. Nein. Tatsache, ich hab's. Kommt ja wohl nur einer kaufen, ne? So. Zack. Kurve 18,30. Uff. Warte mal. Was machen wir hier so in die Mitte? In the middle of the street, a house. So. Können wir das doch hier raufdonnern, oder? Ach du Scheiße, war ich... Hallo? Was sagen, wo ist die Kiste hin?
Kommt keiner mehr, ne? Wir räumen einfach ein, was wir haben. Hier vorne war nichts. Hier oben war das. Was soll das? Was soll das hier mit der Scheiße? Ich verstehe das nicht. Prince Plaza is now closed. Eine Platte haben wir davon noch. Und wieder. Mann, hör doch auf, Junge. Alley Boys. Geil. Achso, das geht, ja. Geh weg hier. Geh weg, du schwebender Karton. Ach, JT habe ich auch nochmal nachgeholt, ne? Na, ist ja in Ordnung, siehst du? Ist doch mega. Ja. Die Kartons machen auch so, was sie wollen, wirklich. Einer hängt da im Regal, der andere. Ach. Komm. The Weekday. Gott sei Dank. Ich wollte nur nicht, dass der hier Dings rumfliegt. So, minus 384. Ist okay. Ist okay. Wir werden sehen, was die Scheiße jetzt bringt. So, minus 61 Dollar. Na, da werden wir jetzt wohl rauskommen, ne? Mit dem Kack hier. Wir präsentieren die Jam. Aha. Plus 500 Lautsprecher. Kraftvoller Sound. Modernes Design. Ideal für Musik und Audiophilie. Audiophile, die außergewöhnliche Audioqualität suchen. Ja. Audiophile. Viele. Off, mach hier. Wir haben keine T-Shirts mehr, ne? Verdammte Scheiße. Was mit dem Karton? Kann der nicht hier rausfliegen? Komm. Ich kann ihn nicht mal einsammeln, ne? Ich kann den echt nicht mal einsammeln. So, kommt drin, ihr kauft mal ein paar Platten. Ich bin voll im Minus. Oh, da ist ja schon jemand. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Die will klauen, während ich im Minus bin? Den Schaden oder was? Gut, dass ich gerade gekickt habe. Die nimmt Box. Die nimmt die. Warum kickst du grimmig? Okay, das bringt Geld. Das bringt Geld. Die Boxen. Sehr schön. Lobenswert. So, wie wär's denn mal, wenn wir mal, Kleidung. Okay, jetzt. Genau, checkt mal den Record Store. Kommt mal hier zu mir. Jetzt habe ich nämlich die teuren T-Shirts. Jeff Jam Records. Ist das nicht Jeff Jam Records? Das ist aber Schiss hier. Okay. Müllsack ist auch gleich voll. Ich habe jetzt die teuren T-Shirts hier geholt, um mal zu kicken. Ob man dadurch wirklich, ob die wirklich was wert sind. 73 Tacken. Na Leute, 73 Tacken. Ist schon. Oh, was ist denn mit der los? 535, die hat die ganzen Boxen gekauft. Muss Boxen nachkaufen. Die spinnt ja wohl. Audiozubehör, Lautsprecher. Die sind gerade günstiger. Gleich beide geholt, ne? Ihr holt ein T-Shirt. Super, passend gezahlt. Ich verdiene hier bald Geld nicht mit meinem Scheiß hier, sondern mit, warte mal, kann man die hier... Ich will die da... Genau. Okay, warte. Müssen wir die Kartons halt liegen lassen. Sehr gut.
Krieg die wirklich. Doch, ich krieg die doch mit. Was soll denn das? Oh oh. So, hier kriegen wir nochmal die 100. Da hinten fliegt der Karton immer noch. Mein Gott, Alter, okay. Die Spiele heutzutage. Komm, Rinder. Das ist ja abgeschlossen. Zack. Nochmal eine 100 auf mein Tash. Aber habe ich bei dem anderen letzten Mal mehr Kisten gekauft? Also von den T-Shirts? Oder warum hatte ich da so viel? Was habe ich denn jetzt hier gemacht hier? Oh yeah. 225 die Box. Krass. Muss aufpassen. Okay, die Boxen bringen Kohle. Die Boxen bringen Geld. Das freut mich. Bin mir nicht sicher, ob die klauen, ne? T-Shirt ist auch ganz gut, muss ich sagen. $1,318. Wunderbar, Alter. Wunderbar, wir haben noch... Boah, Alter, da hinten ist richtig Müll, ne? Also ich werde hier bald Geld verdienen ohne Schallplatten. Wir wollen T-Shirts. Wir tragen T-Shirt und Jeans. Hier steht der Verkaufswert. 73. Wie kann er es so schnell immer alles zu sein, ne? Warum fliegt denn jetzt die Kiste hier? Ja, ernst, da kann ich die nicht wegnehmen. Okay, die hier auch. Das fuckt mich ab. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kaufen noch eine Kiste. Hier. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen Schallplatten kaufen, ne? Guck mal. Zack, zack, alles günstig. Zack, zack. Zack, zack, alles gekauft. 387. Schon cool. So, guck mal, das war ja komplett weg. Einfach hingeschmissen hier den Müll. So, Haus. Voll. Zack. T-Shirt. Achso, die wollten wir. Geh weg hier. T-Shirt kommt hier oben mit daneben. Haben wir da. Ach, die Rockband hier. Haben wir hier nicht auch noch irgendwo was? Nee. Dann packen wir die zwei da rein. So, Weekend. So, das reicht. Packen wir den Rest nämlich da rein, damit wir ein bisschen Reserve haben. Wir müssen dann nämlich bald mal auf die anderen gehen, ne? Auf die anderen Label-Teile. Oder auf die anderen. Na, ihr wisst schon. Und JT. Ach, machen wir rein da. Scheißegal. Zack, 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 zack. Weg mit dem Müll. 234 plus. Lässt sich anschauen, muss ich ehrlich sagen. Komm. Bleib weiter hier. Zack. Hüppen. Ob wir noch Boxen kaufen sollten? Audiozubehör? Kaufe Lautsprecher? 291. Nehmen wir. Oh, wir schissen, die bringen Kohle. Genau. Wie das an, jetzt haben wir alles schön voll mit Boxen. Geil aus. Boxentisch, da hinten schön Schallplatten, alles voll. So, jetzt stellen wir uns mal hier an den Tresen und beobachten einfach. Nee, Spaß beiseite. Aber, ja, guck mal, die ist happy. Die ist happy. Hier gibt es wieder viel zur Auswahl. Also, ich muss ja sagen, es war ja eine Zeit lang wirklich mau hier, aber jetzt gibt es wieder viel. Jetzt hier wird wieder viel zur Auswahl.
Sehr schön. Nimm noch ein T-Shirt mit. Eine Box. Was machst du da? Renn nicht andauernd hin und her. Die nimmt nochmal das Hip-Hop-Album. Warum? Ja, du hast dein Müll hier hingeschmissen und jetzt gehst du flent raus, wa? Rexsack. Passend gezahlt, 136. Wunderbar. Problem ist, ich glaube, die finden den Laden dann dreckig oder so, ne? Ja, das heißt, man muss den immer hinterher fehlen. Und schön aufpassen, dass sie keiner klaut. Super. So, die nimmt T-Shirt. Er ist glücklich. Alter, nimmt die zwei T-Shirts? Oh, jetzt übertreibt man nicht, Lady. Super. So, 43, 42, zack. Da hinten liegt schon wieder Müll. Die nimmt eine Box. Sehr lobenswert. Die hat nur ein dreckiges kleines Album genommen. Jetzt war ich gerade überfordert. Ich da jetzt immer. Oh, Alter, was ist mit der los? 811 Tacken, bitte. Sie völlig von allen guten Geistern verlassen. Gut. Die finanziert mir den Laden von alleine. Das ist ja nicht schlecht. 1,5, aber wir haben noch. Fleckenfegen. Ich bin dabei, Junge. Fliegt hier immer noch der Karton irgendwo rum? So, noch drei Flecken müssen wir beseitigen. T-Shirts könnten wir mal nachlegen. Ja, du sahst mir schon aus wie so ein Geizhammel. Super. Sehr schöne aus, sehr schön gewählt. T-Shirts. Wir tragen T-Shirt und Jeans. So. Da sag ich doch. Erstmal, wenn wir das eine T-Shirt hier noch ran dibbeln. Genau, check den Record Store. Eddie Boys, Blah, The Weekend. Haben wir von denen noch? Ja, guck mal, da müssten noch genau zwei reinpassen. Nee, da passt sogar noch eine mehr rein. Scheiße. 1,7. Können wir uns davon nicht irgendwas freikaufen? Nicht Möbel. Was mit Bekleidung? Oder was mit Schallplatten? Plattenfirma. Wir kaufen uns die für einen Taui, ne? Was haben wir? Sour Emotions? Do You Hate Goats? Louis Strong Arm? Soul the Hilo? Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen... Halt's Maul da hinten im Hintergrund. Also auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal ein paar mehr Platten. Die können wir jetzt hier reinboxen überall. Super geil. Dann können wir nicht so Weekend da die Reihe rausnehmen. Dann packen wir da nämlich die ganzen neuen rein, ne? Also jetzt kommen wir ein bisschen voran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao!